mir vergiftet. Das ist doch nur die Lebenssache. Yeah.
Racing Team. Wir haben heute Abend ein kleines Problem. Nein, darfst du nicht. Ich will erst noch einen Schub trinken. Wann sind wir länger durch hier? Also früher war man noch ein Gitarrentechniker, jetzt ist auch mein, wie nennt man das? Du musst mal, okay. Mein Dialogpartner, okay. Also wir haben heute Abend folgendes Problem. Diese schöne Halle, die wir sehr lieben, hat eine sehr merkwürdige Akustik. Das heißt, wir hören euch eigentlich kaum. Ja, das ist jetzt noch so ein Pantomime-Level. Also wir sehen, dass da irgendwas kommt, aber wir hören es nicht wirklich. Deswegen, ihr müsst heute Abend wirklich ganz viel Gas geben. Also ganz laut klatschen und jubeln. Also es sei denn, ihr wollt nicht klatschen und jubeln, aber wenn ihr... Wenn wir das mal als Unterkante betrachten, dann jetzt für einen richtigen Applaus! Hast du gehört, wie knapp? Okay, könnt ihr auch singen? Okay, wer von euch ist Koloratursopran? Die Arie der Königin der Nacht? Okay. Achso, warte, A. Ich sah dich vorübergehen. Scheiß Mozart. Sie braucht, Sonne scheint mir auf.
ungefähr, was euch heute Abend erwartet? War das ja, nein oder mir egal? Also okay, unser Plan ist, euch nach allen Regeln der Kunst in Brei zu verwandeln. Zugeben, es gibt subtilere Pläne, aber der funktioniert jetzt seit einigen Tagen ganz gut. Und wir dachten uns, dass wir es nicht nur mit Rock probieren, sondern auch mit Liebe. Mit Hass! Frankfurt ist auch so eine Stadt, wo der Hass deutlich populärer ist als die Liebe, oder? Hass, yeah! Liebe! Ich nehme an, ihr seid auch alle im Hass gezeugt worden, oder? Gut, aber es gibt auch noch... Ist das jetzt ein BH voller Hass? Voller Liebe oder ist das einfach nur ein Versprechen? Nee, wir gehören meiner Mutter. Mach damit, was du willst. Okay, ich kümmere mich später drum. Hass den Verlieben. Nico, nein. Aus. Okay, und neben Liebe, Hass, Rock und Rock versuchen wir es auch noch mit anderen Musikrichtungen, wie zum Beispiel der nun folgenden. Ihr seid ja richtig ruhig, voll geil. Ich hätte es nicht sagen sollen. Ihr seid ja richtig laut, super! Umgekehrt geht's nie. Komischerweise. Okay. Du hast mich verlassen. Das war ziemlich hart. Du hattest das sofort. Neuen am Start. Du hast mich verlassen. Und das war gemein. Yeah.
Mitternacht ist, weil man in der Sonne seine Sorgen schnell vergisst. Man sitzt auf einer Parkbank, fühlt sich fast wie ein Tourist. Das Leben kann so schön sein, wenn das Wetter danach ist. Das Leben kann so schön sein. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Mach ne kleine Pause, kommt an sich nicht zu spät. Du wirst überrascht sein, dass die Welt sich weiter dreht. Das Leben kann so schön sein, wenn man nur weiß, wie es geht. Das Leben kann so schön sein, wenn man sich nicht stressen lässt. Einfach nur zu lächeln ist ein herrlicher Protest. Man muss sich nicht entscheiden zwischen Kohle, Bar und Mess. Das Leben kann so schön sein, wenn man sich nicht stressen. Gelegenheit, die schnellste Wall of Death zu unterbieten. Das war in Münster bisher. Und zwar, wir spielen jetzt ein Lied, das heißt irgendwas mit Popsong. Jedenfalls gibt es in diesem Lied folgenden Teil. Und da geht es ganz laut weiter. Und dieser Teil muss euch reichen, um blitzschnell auseinanderzugehen. Das sind vielleicht 4-5 Sekunden. Es verlangt also höchste Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Münster ist jetzt so eine Studentenstadt. Die haben das gut hingekriegt. Wollt ihr den Federhandschuh aufnehmen? Wollt ihr den Generalprobe oder machen wir es direkt? Augen zu und direkt. Okay. Es gibt zwei Chancen im Lied. Und erstmal ein ganz langes Intro. Das handelt davon, dass ich gerne eine bessere Welt hätte, um darin zu leben. Denn einiges an unserer finde ich daneben.
viel zu viel wird investiert in Waffen und in Krieg. Und Schwalbe vor mir lassen, dass der Handel mehr Geld für uns liegt. Ein Vorteil liegt klar auf der Hand, Musik will nicht zerstören. Und wer nicht dauert, heiser ist an mehr Zeit, sie zu hören. Und hätte ich das im Bundestag erzählt, dann hätte mich das Volk bestimmt gewählt. Doch ich gehe nicht in die Politik, das lass ich lieber bleiben. Ich will nur einen schönen Popsong schreiben.
Das nun folgende Lied ist, müsste euch eigentlich passen. Es ist weniger Liebes als vielmehr sehr, sehr hass- und aggressionsorientiert. Und vielleicht könnt ihr das ja noch unterstützen. In dem Lied wird das Wort Krieg recht häufig erwähnt. Das wäre total gut, wenn ihr irgendeine Faust, die linke, die rechte, vielleicht auch beide nach oben streckt und total böse guckt. Immer wenn ihr das Wort Krieg hört. Überhaupt so, jetzt in Zukunft. Hey, ich glaube, ich kriege ein Kind. Das war Kriegsach. Okay, viel Spaß. Achso, abgesehen von dieser Evil Look und Fisted DR Nummer ist das Lied eigentlich recht tanzbar. Also vielleicht bringt euch das dann so ein bisschen raus zwischendurch. Ich könnte es nicht gleichzeitig, aber hey, ihr seid der Frankfurter. Oder Offenbacher oder Leute aus der Umgebung oder von weit her zugereist. Einigen wir uns auf Menschen? Ja, du, du bist kein Mensch. Okay. Daseinsformen? Molekülketten? Ja? Wie war das mit Krieg? Das ist Lawine 1. Ich war heute in der Stadt. Ich hatte Geld dabei, ich wollte einkaufen gehen. Ich war heute in der Stadt, an ihrem Rand, ich wohne, wollte einkaufen gehen in der Fußgängerzone. Dann ist mich ein Hund hat mich angegriffen und ich bin dran, mein Elektro-Bahn-Geschäft. Man hatte mich gelacht auf die übliche Weise. Es gab größte Auswahl und niedrigste Preise. Doch die Nachbarn waren größer als das Land. Und was bedeutete das hier bei deinem Stadt? Und wenn die denn was wollen, was nur in ihr bekommen, um Gewalt zu leben, immer. Und das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg.
Das nächste Lied ist eher so ein bisschen mysteriöser. Viel Spaß. Thank you.
der Stadt. Ich fühle mich so rund um wohl in dir, lieber Staat. Es geht ein Weg von Freiheit hier. Längst mein Leben jeden Tag, ist furchtbar für so ein Mensch. Ach, was wäre ich ohne dich? Ich schwor dir dieses Lied, du weißt Bescheid. Als solcher
Lanze für die Liebe brechen.
kommt der Kanal zart, total. Hey, hey. Zart für euch draußen auch? Nee, oder? Schön, dass so viele Tontechniker anwesend sind. Okay, das nun folgende Lied hat eine ganz eigene Art von Romantik, sag ich mal. Ich hoffe mittlerweile zerrt, auch wenn ich spreche. Nee, Romantik, nicht Liebe. Romantik ist es mit Flattlegen. Thank you.
Pult ist gerade kaputt gegangen. Und eigentlich müssten wir jetzt so 3 Minuten Pause machen, weil Tom versucht es jetzt auszumachen und dann wieder anzumachen. Aber ich finde, wir versuchen es einfach mal ohne Monitor. Wenn es ganz schlimm klingt, dann brechen wir ab, okay? Thank you.
Haben wir eigentlich schon eine Laula gemacht heute? Gut. Es passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging unter, es war grad ziemlich still. Nur ein paar Kollegen waren zu sehen. Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich glaub, sie wollten nach Ost-Berlin. Ich dachte nach über einige Sachen, damit die Menschen so tun, plötzlich aus Gericht lachen. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Das ganze Leben ist nur ein Witz. Und alles, was wir so anstellen, anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein. Und ich sah ein, wir wollen anders.
ein oder sind wir unmäßig bewachsen in sein Jung. Und was uns jetzt noch fehlt, ist Publikums Beteiligung. So einfach ist es nicht, wie ihr wahrscheinlich denkt. Das Leben ist mein Ponyhof und man kriegt nichts geschenkt. Eure Gesundheit ist, was uns am Herzen liegt. Und außerdem wünsch ich gern, wenn ihr schwitzt und euch verbiegt, ich zähl bis 10. Und dann will ich euch springen sehen.
redet mit dir, weil kein Mensch deine Sprache spricht. Du sprichst sie selber nicht mehr. Du sagst, du wirst verfolgt und sie wollen dich töten. Doch wer sie sind, ist nicht klar. Und alles, was du jemals gewusst hast, ist überhaupt nicht klar. Voraus. Handys hochhalten, Feuerzeuge hochhalten, hallo? Sonst wird das nie was mit der romantischen Stimmung und ich kann sie wohl heute anfangen. Anrufen? Schön, oder? Wird mir ganz prima sein. Kann man ein bisschen singen? Zwar lieg ich nachts stundenlang wach und denk an dich, doch in Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Zwar gibt es keine schönere Frau auf der ganzen Welt für mich in echt, doch in Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Eigentlich bist du mir egal, eigentlich bist du nicht mein Typ.
gibt. Und auf jeden Fall bin ich gar nicht in dich verliebt. Ich stehe zwar ab und zu einfach nur so vor deiner Tür. Doch im Prinzip will ich gar nichts von dir. Dein Foto hängt wirklich nur zufällig hier. Doch im Prinzip will ich gar nichts von dir. Eigentlich bist du mir egal. Eigentlich bist du nicht mein Typ. Und auf jeden Fall bin ich gar nicht in dich verliebt. Du bist nur Luft für mich, ganz unwichtig, total banal. Ich bin dich gar nicht wahr. Du bist mir einfach phänomenal egal. Ich muss es dir gestehen, selbst wenn mein Herz daran zerbricht. In Wirklichkeit lieb ich dich nicht. Du hast so schöne Augen und ein noch schöneres Gesicht. In Wirklichkeit lieb ich dich. Eigentlich bist du mir egal. Eigentlich bist du nicht mein Typ. Und auf jeden Fall bin ich fast gar nicht in dich verliebt.
geht's jetzt barfuß ins Bett und dann kannst du deinen Freunden, die Elfen, dir helfen, deinen Scheiß wegzuräumen. Oh oh, und der Weg am Ende, das geht oh oh, und ich reib mir die Augen und dann oh oh, ich darf arbeiten gehen, draußen gehen, das mal wieder, das Leben ist schön. Ich bin unter alle Menschen, die in großen Städten wohnen, wo man niemals ganz allein ist, immer einer von Millionen. Und man stürzt sich ins Getümmel und der Strom bei seinem Bett. Wohin man auch schaut, denn auf Werbung ist unsere Wirtschaft aufgebaut. Und es gibt Werbung für alles, was man nicht braucht, damit man Auto fährt, anders riecht und dabei raucht. Wir gehen helfen, keine Pillen und auch keine Prophylaxe. Ich bin hilflos. Meine Wünsche wachsen in dem Maß, in dem ein Einkommen steigt, sodass das Glück immer gleich unerreichbar bleibt. Das ist ein bisschen wie beim Turm aus Babylon. Ich hab so viele Freunde, ihr seid alle davon. Yeah.
Wahnsinn. Ich wollte erst fragen, ob ihr noch mithören wollt. Wollt ihr noch mithören? Ist schön. Aber irgendwie fürchte ich mich vor dem Tag, an dem ich diese Frage stelle. Die Leute sagen so, oh nö, was war? Bis jetzt war es okay, aber jetzt so langsam nervt. Deswegen will ich es eigentlich genießen, solange es noch so ist. Wollt ihr noch ein Lied hören? Ja! Wirklich? Ja! Darf es auch 20 Minuten lang sein? Ja! Also gefühlt zumindest.
so schön. Ihr schon gedacht, ihr werdet Sicherheit, doch es ist noch nichts
zu Ende. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gut, dass es die Schwerkraft gibt, sonst könnte es schwierig sein. So müsst ihr nur noch hochspringen, runterfallen, ihr von allein. Ich zähle bis 10. Dann will ich euch springen sehen. Ich sitz an dir, ich sprich auf allen Vieren mit dir.
zu spät. Das muss Liebe sein. Ich hab keine Flugzeuge im Bau. Nein, das ist ein stabiler Arbeiterschuh. Hab so lange dafür gebraucht. Eine Frau zu finden, die so hart ist wie du. Und jetzt bin ich hier. Deine Worte in die Luft, deine Wünsche sind Verfehlung, alles ist schon.
Tage waren dunkel, unsere Hände waren schwarz. Wir standen ständig auf dem Schulhof in der Ecke und wir tauschten tief enttäuschte Blicke aus. Immer wenn wir traurig waren, wir waren einsam, unsere Herzen waren schwer. Es gab niemanden, der uns verstehen konnte oder wollte, und so kamen wir uns näher. Immer wenn wir traurig waren, nahm ich dich in meine Arme. Manchmal auch mit Gio oder New Order, aber größtenteils die
dass dir mein Auto gut gefällt. Denn du machst mein Haus und mein Boot und mein Pferd und natürlich mein Geld. Und so ein zu Hause, die Leute scheitern auch. Und so habe ich mir 100 verschiedene teure Gitarren gekauft. Ich bin ein Teufel. Ah!
der Tür. Die Sonne wollte grad untergehen. Ich stand plötzlich da und sagte nichts, kein Wort zu mir. Als würde er immer so da stehen. Ich sprach ihn an, doch er sprach nicht. Ich wusste erst nicht, wer er war. Ich wusste nicht, wie man ihn kennt. Doch dann sah ich sein Instrument. Weiß nicht, wo er herkommt und man weiß nicht, wie er heißt. Doch er verbreitet meine gute Laune. Hey, hey, er ist ziemlich gut in dem, was er tut. Und ich kann nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war. Ich trage keine Uhr zum Glück. Die Sonne war inzwischen in Amerika. Doch er bewegte sich kein Stück. Robert! Mit der
und das Gerettet, bis in sie durch ihre Leben. Aber du bist nicht zu viel, du bist wunderschön. Nur